Hi, River. Bee, hey. Ich brauche deine Hilfe. Scheint so. Was ist passiert? Wir sollten nicht übers Holo reden. Wir müssen uns treffen. Sag mir, wann und wo? Glenn, heute Abend. Ich schick dir die Details. Schaffst du das? Werd's versuchen. Danke, Bee. Bis dann. Also, ich bin da. Tick-tack, tick-tack, tick-tack. Geht es dir?
Ziemlich mies. Sieht man mir wahrscheinlich auch an. Nette Karre. Neu? Nein. Nicht in Smalltalk-Laune, was? Nicht so richtig. Sorry. Also, was ist passiert? Ich brauchte jemanden zum Reden. Mhm. Hier, sieh dir das an. Dieser Peter Pan, ein alter Fall von dir? Hast du ihn gesucht? Nie von gehört. Ist nicht bei mir gelandet. Wo ist das Problem? Sie haben ihn doch. Mein Neffe, Randy, ist vor einer Weile verschwunden. Und was du gerade gesehen hast, das Kind hatte Randys Schuhe an. Oh, shit. Randys Verschwinden. Weißt du darüber noch mehr? Meine Schwester und ich verstehen uns nicht gut. Ich weiß nicht viel. Ich wünschte nur, ich wäre in der schlimmsten Zeit für sie da gewesen. Hat man dir den Fall nicht übertragen, weil es dir zu nahe gehen könnte? Halten mich mit sowas wie einer einstweiligen Verfügung davon fern. Gonagall hat den Fall übernommen. Ein fauler Sack. Hat bisher einen Scheiß aufgedeckt. Ich würde das nie akzeptieren. Ich auch nicht. Genau deshalb frage ich dich um Hilfe. Okay, was müssen wir tun? Im Wachkoma kann der Typ uns nichts sagen. Aber wir können seine Träume sehen. Wie jetzt? Träume? Hast richtig gehört. Ich erkläre dir alles unterwegs. Es ist noch in der Testphase, hat aber schon erste Ergebnisse geliefert. Sie nehmen Träume auf, die sich dann als BDs abspielen lassen. Hast du Zugriff auf diese Träume? Noch nicht, aber sie sind im Labor, zu dem wir jetzt gehen. Zusammen rein, aber nicht durch den Haupteingang. Kein Durchsuchungsbefehl? Wir suchen den anderen Weg rein und hauen schnell wieder ab. War selbst noch nie hier. Du musst mir also helfen. Did you know last gen cyber
Okay, wo waren wir? Weiter geht's. Wir können über den Zaun und dann einen Weg reinsuchen. Bei den Mitteln, die die haben, sollte Security kein Problem sein. Jetzt finden wir unseren Eingang. Wir haben heute eine Inspektion. Sollte verlassen sein. Können ruhig Lärm machen. Woher weißt du von der Inspektion? Hat mich vorher schlau gemacht. Weißt du, wo sie die BDs aufbewahren? Sicher da, wo sie Träume autistischer Kinder editieren. Sollte Anthony Harris draufstehen. Ein paar der Räume können wir uns wahrscheinlich sparen.
Hier ist nichts. Keine Spur von BDs. Hey, River! Ich hab hier was! Was gefunden? Noch nicht. Anthony Harris. Hier, die Schubladen. Sag mal, warum hast du nicht einfach einen Hausmeister bestochen? Darf nicht riskieren, einen fremden Fall erwischt zu werden. Ja, wenn. Was machst du hier? Du wurdest doch entlassen! Nein, nur suspendiert. Darf ich fragen, wer du bist? Ich rufe die echte Polizei. Warte, warte! Lass mich das erklären. Also echt, River. Als hättest du nicht schon genug Ärger. Harris hat meinen Neffen entführt. Das tut mir leid, wirklich. Aber wir lagern hier Beweise und befolgen Protokolle. Protokolle? Hier geht's um das Leben seines Neffen. Um das Leben eines Kindes. Die Ermittlungen zu dem Fall laufen noch. Geh, bitte.
Raus! Nicht sofort. Ohne Peter Pans Träume. Ich sag es zum letzten Mal. Raus! Verdammt, Yavin. Für wen zum Teufel hältst du dich? Weißt du noch, dein erstes Medizinexamen? Schwer zu vergessen. Hast mit Bravour bestanden. Urplötzlich ging die Frauentoilette in Flammen auf. Das Gebäude musste 2 Stunden evakuiert werden. Ich fass es nicht, dass du mir das jetzt vorhältst. Ich will euch hier nicht mehr sehen. Vor allem dich nicht. Du kennst Reva kaum, oder? Er ist ein dreckiger Bastard. Reva und ich sind Freunde. Mich hat er noch nicht enttäuscht. Wir waren auch Freunde. Weigerst du dich deshalb, ihm zu helfen? Harris Traum, BD. Wo ist er? Er träumt nicht. Wieso das denn? Eine Kugel hat sein Gehirn verletzt. Wir empfangen nur vereinzelte Impulse, Bruchstücke. Ich würde gerne visuelle Stimulation anwenden. Aber er ist kein Autist. Mit vertrauten Klängen und Bildern erreicht man doch die Kinder. Ist ein Versuch wert. Ich bin mir der Parallelen von Hypothalamus-Stimulation und Hormonproduktion bewusst. Aber Harris ist kein Kind. Ich habe das Verfahren nie an einem Erwachsenen getestet. Und warum nicht? Weil ich, im Gegensatz zu River, Neurowissenschaft studiert habe. Und nicht nur bei meinem Sitznachbarn in der Metro etwas mitgelesen habe. Versuchen wir es. Wir wissen gar nicht, was er bevorzugt. Ich finde schon was. Als dass du willigst ein? Geht einfach. Ich mache euch die Vordertür auf. Legen wir los, Vi. Ich weiß, wo wir anfangen müssen. Ganz nebenbei, was weißt du über Biochips? Vor allem über Arasakas Relic? Nun ja, ein Relic speichert das neurale Engramm eines Menschen. Man kopierte seine Erinnerungen und Persönlichkeit. Ja, das verstehe ich. Aber was passiert, wenn das gespeicherte Engramm das Engramm des Chipträgers überschreibt? Überschreibt? Das sollte eigentlich nicht möglich sein. Warum fragst du? Ach, nur so. Ist nicht weiter wichtig. Danke. Beliebt bei Cops. Vielleicht will er dich zu seinem Donut-Lieferanten machen. Was? Nein, River ist in Ordnung. Du meinst für einen Bullen? Nicht jeder Cop ist ein Arsch. Genau wie nicht jeder Rocker ein selbstverliebtes Sackgesicht ist. Weiß nicht wie. Schon mal einen Rocker getroffen, auf den die Beschreibung nicht passt? Nein. Noch nie. Thank you.